So, hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein Longier-Video. Ich habe bereits schon ein bisschen angefangen, ihn ohne Longe ein bisschen Schritt laufen zu lassen. Und ich habe ihn auch schon ein bisschen traben lassen auf der Hand. Und die andere Hand wird Bettina dann gleich mitfilmen. Und ja, die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht optimal, weil die Sonne gerade schon hinter den Bäumen da verschwindet. Deswegen ist es eventuell ein bisschen dunkel. Ich sehe es nicht. Und ich melde mich gleich wieder, wenn Bettina filmt, weil so filmen ist halt blöd. Also bis gleich. Also die Kamera hat jetzt Bettina und ich habe ihn jetzt selber ein bisschen laufen lassen und auf der Hand halt nochmal warm laufen lassen. Damit er selber auch entscheiden kann, wie er läuft, in welcher Haltung, weil ich ihn nicht in eine Haltung zwingen wollte jetzt erstmal bei der Aufwärmung. Und, also ich meine, das macht man ja mit Kapzum sowieso kaum, aber ich finde das dann auch immer nochmal schöner, vorm und nach dem Longieren. Ja. Also ich werde jetzt ganz viele Sachen rausschneiden, wo Pieper zum Beispiel nur Schritt läuft, weil es einfach zu langweilig sein wird für euch. Ich habe zwar darauf bestanden, dass wir das filmen, damit ich zeigen kann, dass wir das auch wirklich alles so machen, aber im Endeffekt ist es wirklich einfach viel zu langweilig und das hatte Bettina mir vorher auch gesagt. Ich wundert, warum er seinen Kopf so wirft. Das ist wegen so einer kleinen Mini-Fliege, die da lang geflogen ist und ihn total genervt hat. Warum auch immer. Dass er gleich an der Tür stehen bleibt, das ist eine Unart. Das haben wir ihm nicht so beigebracht. Das mussten wir auch total lange üben, bis er das konnte. Ihr müsst mal in den ersten Videos gucken, da sieht man noch, dass es gar nicht klappt.
keine Steine mehr. Okay. Nein. Hallo. Nein. Hallo. Wo ist da? Keiner. Prima! Super, Pipi! Ha? Ich longe jetzt Cindy und ich bin mit ihr jetzt schon ganz viel Schritt gegangen und Pipasch wurde trocken geführt, das haben wir nicht mehr gefilmt. Also Pipasch wurde jetzt trocken geführt, ich habe Cindy jetzt schon ein bisschen Schritt laufen lassen und fange jetzt an mit Trab und Galopp. An dem Tag hat sich Cindy unmöglich benommen und hat mich total auf die Probe gestellt. Seht ihr, wie die mich verarscht? Richtig schlimm. So, das war's für diese Woche auch schon wieder. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig.